Das Video wurde 100.000 Mal requested. Ihr wolltet unbedingt meine Schminksammlung sehen. Und deswegen mache ich das jetzt. Ich nutze die Gunst der Stunde. Ich habe gestern mal ein bisschen aufgeräumt. Und ja, los geht's. Es ist nicht so viel, aber ja, es geht. Also, das hier ist auf jeden Fall schon mal mein Spiegel. Und ich habe ein Waschbecken im Zimmer. Das ist ziemlich cool. Deswegen habe ich auch alles beisammen. Unter diesem Waschding steht so ein Schränkchen, da steht erstmal mein Lieblingsdeo drauf. Achso, ich habe vergessen zu sagen, es wird sehr viel wackeln, weil ich das mit der Digicam aufnehme. Oh, hier ist doch nicht aufgeräumt. Hier sind halt so, ja, alte Pinsel da hinten in der Ecke, falls ihr das seht. Und hier sind meine Heizwickel. Eine Teepackung ist da gerade runtergefallen. Hier habe ich meine Lockenwickler drin. Ja, und dann habe ich da einfach noch so alte Kosmetiktaschen. Hier ist dann drin, hier in der obersten alle Haarsachen, hier von Haargummis, ein Kamm, Spänkchen, darunter dann nochmal Haarsachen und Accessoires und da ganz unten sind Medikamente drin. Dann neben dem Heizding sind alte neben dem Waschtischschränkchen sind alte Kartons und mein neues Glätteisen, hier dieses, jetzt mache ich wieder alles kaputt. Dieses Sleek and Curl. Aua. Hier hängen dann neben dem Waschbecken natürlich auch meine Wattepads und Wattebäusche und so ein kleines Herz, was ich mal von der Kommilitonin geschenkt bekommen habe. Gut. Dann auf der anderen Seite neben dem Spiegel sind einmal meine ganzen Parfums. Mein cooler Stern hier. Also das sind meine Parfums. Ein Teil davon, also die ich am häufigsten benutze. Meine Zahnbürste und so ein Zeug. Dann dieser Bathina Body So Fine von Benefit Balsam. Hunderte coole Sonnenbrillen. Eine Fusselrolle. Handdesinfektionszeug. Da. Und die Sachen von meinem Freund. Weil wenn der hier mal übernachtet, dann soll der ja auch ordentlich sein. Dann habe ich hier meinen Mülleimer. Oh, da liegt meine Haarbürste. Da soll die nicht hin. Und hier sind halt Accessoires drin. Accessoires. Und hier die unterste kennt ihr ja aus meinem Nagellack-Video, ne? Da sind halt meine ganzen Nagellacke drin. Boah, ich werde alt. Dann habe ich hier direkt neben dem, also da ist mein einer Spiegel, dann geht es ein bisschen rüber und da ist dann mein Spiegelschränkchen. Ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Oben drauf diese pinke Kiste da, da sind auch noch Accessoires drin. Hier habe ich noch ein paar Teelichter und das Ding, ah ne, ich will das lieber nicht anpacken, weil dann fängt nämlich die Hello Kitty, die da drin ist, an zu miauen. Aber ich will euch das mal demonstrieren. Das ist eine Tüte, da steht Liebe drauf. Wenn man die aufmacht, dann... Ey, mach die Tüte wieder zu, sonst geht die ganze Liebe raus. Das hat jetzt dann nichts mit Schminken zu tun. Aber ich wollte euch das trotzdem zeigen. Ah, so, okay. Dann ist also hier auf diesem Schrank, auf der einen Seite, hier oben noch... noch Parfums und Glitzerpuder, leere Kosmetiksachen, die ich nicht wegschmeißen will, weil sie von Benefit sind, weil ich sie geschenkt bekommen habe. Meine ganzen Gesichtspflegeprodukte, mein Abschminkzeug, meine Cremes, mein Wimpernserum. Und dann hier unten sind Wattestäbchen und mein cooles Deo, was ich jeden Tag benutze. So. Und ganz viele Lippenprodukte hier, dieses Carmex. Und das hier ist ganz süß. Das ist... Lippen, Balsam im Ben & Jerry's Design. Warum fokussiert das denn nicht? Los, fokussier, du Sau. Klappt nicht. Meine Hoffmanns Kindercreme und hier oben noch meine ganzen Narbensalben. So, und dann macht man zack, zu. Und dann kommt die nächste Seite. Hier oben sind dann halt nochmal meine ganzen Parfums, die ich noch habe. Und dann hier... meine coole Kugel von der Color Meets Elegance. Nee, was waren das nochmal? Winter Pearls Collection von Manhattan. Meine Warm Palette von Cosmetic Cosmo und meine 88er Schimmerpalette. Hier unten habe ich dann die Benefit-Artikel, weil ich die immer so schön finde. Und dann kann man die auch sehen immerhin. Das ist dieses Princesses, das Powder Flash, That Girl. Meine zwei Puderpinsel, das hier ist mein Puderpinsel und das ist mein Rougepinsel. Noch zwei Sachen von Benefit. Hier so ein Puder, Lidschatten und ein Creaseless Cream Eyeshadow.
Ja, noch hier was von Kosmetik Cosmo. So, dann geht's jetzt hier runter. So, das steht nämlich hier auf meiner Fensterbank. Zack. Auf so einem IKEA-Schränkchen. Und hier oben ist als erstes meine Abschminktücher. Ich nehme jetzt die ganz normalen ebenen feuchten Tücher. Dafür brauche ich keine extra Abschminktücher. Dann habe ich hier sowas von Primark noch. Oder Primark, wie man es aussprechen will. Habe ich gekauft. Dann sind hier in dieser Pommes Frittendose alle meine Eyeliner. Zum Beispiel hier Color Meets Elegance Collection. Wo ist er denn? Mein MAC Raven Eye Pencil, also mein Kohl Kajal. Ach, hier ist alles, also alle meine Kohl Kajale drin. Dann da hinten sind meine ganzen Wimperntuschen, meine Tausende. Ich könnte also, wenn man die essen könnte, könnte ich damit eine kalte Winterszeit überleben. Also hier, Wimperntusche, was ich habe. Dann ist da ein Ding frei, da wollte ich jetzt neu organisieren. Da kommen meine Nude-Lippenstifte rein. Einer steht da auch schon drin, der Super Shake von P2. Hier sind meine Lippenstifte drin, die ich am häufigsten benutze, wie jetzt meine zwei Nude-Lippenstifte von Manhattan, der 53G und 53K. Nude-Lip-Liner, der von Rimmel. Oh ja, hier mein Benefit. Weiß ich jetzt gar nicht, wie er heißt. Hier sind meine Lipglosse drin, meine zwei neuen. Wo sind eigentlich meine zwei Lipglosse von... Jetzt fange ich aber an zu überlegen. Meine zwei Lipglosse von Victoria's Secret. Wo habe ich die? Die hatte ich das letzte Mal in meinem Haul-Video. Und jetzt sind sie weg und ich weiß nicht, wo sie sind. Ich muss sie suchen. Hier ist einer, den habe ich mir letztes Jahr in New York gekauft. Und dann sind hier auch meine ganzen Victoria's Secret Sparkling Shadows. Das sind solche... Die kann ich jetzt leider nicht mit einer Hand aufmachen. Das sind halt so... Ich versuche es. Klappt nicht. Da ist halt der Eyeshadow dann schon an dem Bürstchen dran. Das sind extra so ein Applikator. Und dann sind hier noch Lipglosse, die ich total gerne benutze. Also das ist meine Lieblingslipglosse. Hier sind dann noch andere Lipglosse und Lippenstifte. Dann ist hier so ein kleines Ding. Das hole ich mal so mehr nach vorne. Weil hier sind dann meine zwei Eyeshadow-Basen. Einmal hier Urban Decay und Shadow Insurance. Hier sind meine Sachen für die Wimpern. Nicht Wimpern, Augenbrauen. Und hier sind meine Shade Sticks und mein Eyeliner. Hier sind dann meine Face Pencil. Meine Face Brushes, also meine ganzen Pinsel fürs Gesicht. Und hier sind meine ganzen Pinsel für die Augen. Dann hier in dem Ding sind so Highlighter-Sachen drin. Aus der Moonlight... aus der Water Girl Wands Collection. Mein kleiner High Beam. Mein Twilight Collection Ding. In der obersten Schublade dieses Dinges sind dann meine ganzen Lidschattenpaletten, die ich am häufigsten benutze. Guck mal, da ist das Ding, wie hässlich. Meine vier geliebten MAC Eyeshadows, wovon mir zweimal noch mein Papa geschenkt hat. Das waren meine allerersten MAC Eyeshadows, der Satin Taupe und der Brûlée. Dann hier meine ganzen Face-Produkte, angefangen von meinem Bronzer, Make-up, Blush. Ist halt überhaupt nicht aufgeräumt. Hier drunter habe ich dann nochmal lose Eyeshadows, meine Pigmente und Puderlidschatten, Glitzer. Hier nochmal so ein paar Paletten, so ein No-Name vom Douglas. Ja. Dann hier... Ganz gedöns, also Sachen, die ich für euch sammle, Sachen, die ich doppelt gekauft habe oder einfach nur Verpackungen. Joa. Nochmal Pinsel hier, so No-Name-Pinsel aus Singapur. Und ganz hier unten, nee, da habe ich eins vergessen. Ja, da sind halt noch Make-up-Verstautüten. Wie heißen die denn nochmal? Kosmetikbeutel, genau. Und Krimskrams. Und ganz hier unten sind dann noch... Handsachen. Handpflegesachen. Hier diese Teile, die ich euch vorgestellt habe. Diese Nail Spa Manicure, Nagellackentferner. Ihr seht, ich bin ein großer Freund von Ordnung. Nicht. Aber ist ja auch egal. So, das war also meine kleine, aber feine Kosmetik-Collection. Wenn ihr irgendwelche genaueren Sachen sehen wollt, wenn ihr sagt, ja, wir wollen was genauer sehen, die Lippenstifte oder so, sagt mir Bescheid. Ich habe die 10 Minuten gleich überschritten, deswegen mache ich jetzt ganz schnell Schluss und sage... Tschüss! Und jetzt hole ich erstmal Luft.